Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Die nächste Mission, die wir angehen müssen, ist Toppelnder Chopper. Oh, in dieser Mission herrscht Krieg. Ihr seht jetzt schon auf dem Vorschaubildschirm einen Helihasen, der von einer Rakete verfolgt wird. Schnief, ich empfange ein Hilfesignal von kleinen, süßen Häschen. Sie werden von bösen Huskies terrorisiert. Schalte die Huskies aus, Ivo, der Häschen wegen und meiner wegen. Töte alle Huskies und zerstöre alle Kanonen. Ja, wie gesagt, Krieg. Aber trotz dem gesamten Husky-Gebrabbel und dem Helihasen in der Vorschau spielen wir erstmal einen kleinen Pinguin. Uhu, ja. Das erste, was wir machen müssen, ist, an diesen Königspinguin da oben dran zu kommen. Aber bevor wir da hochgehen, erstmal violette Energiezellen sammeln, die es hier so zu finden gibt. Trapper, trapper, trapper da vorne. Genau, ist nämlich eine hinter dieser Box versteckt. Ring, die könnten wir uns auch gleich mit dem Königspinguin holen, wenn wir den erstmal haben. Aber sonst vergessen wir sie nachher noch. So, und kein Tapper wieder zurück. Und dann werden wir hier vorne den Berg hinauf kein Tapper müssen. Hier müssen wir jetzt die Fallschirmfähigkeit des Pinguins gleich ausnutzen, die uns niemals in diesem Spiel erklärt wurde. Also, wer die Fallschirmfähigkeit nicht zufällig mal bei den anderen Pinguinen in diesem Spiel bemerkt hat und nie mal beim Springen A gedrückt hat, also A gedrückt gehalten hat vor allen Dingen, der wird nicht unbedingt wissen, dass diese Fallschirmfähigkeit überhaupt existiert und so praktisch ist. So, und jetzt sehen wir, wenn wir von da oben abspringen, können wir unseren Fallschirm aktivieren und schaffen es so gerade eben hier zu dem Königspinguin rüber zu schweben. Wunderbar. So, und da haben wir ihn wieder mit dem Raketenhintern. Uah, und damit kommen wir jetzt hier vorne über diese lustige Eisbarriere. Und da haben wir schon einen Hasen. Bist du hier, um uns zu helfen? Bitte hilf uns, die bösen Huskies zu töten. Unsere Familie haben wir sicher versteckt. Theoretisch kann man die Huskies jetzt auch schon versuchen, mit dem Hasen oder dem Königspinguin zu erledigen. Das sollte man aber nicht unbedingt. Sind sie schon tot? Ja, der Hase ist schon tot, hey. Ivo, nein, nicht die Häschen! Oh, armer Dan. Ich mag es immer, Dan so ein bisschen zu foltern. Haben wir ja leider nicht oft genug die Gelegenheit zu. So, ouch, Mist. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir an den Huskies hier vorne vorbeikommen. Es ist keine clevere Idee, sich mit den Huskies anzulegen. Es ist zwar möglich, sie zu töten. Und es ist auch, wenn man sie in den richtigen Positionen erwischt, gar nicht so schwer. Aber hier sind einfach viel zu viele. Und diesen Husky da vorne zu erledigen, ist noch nicht so schwer. Aber die später zu erwischen, ist einfach zu nervtötend. Und ich empfehle hier einfach nur komplett durchzupreschen. Und dann später nochmal wiederzukommen. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich schon denken, da wir das Vorschaubild gesehen haben, als was wir gleich wiederkommen werden. So, die Kanonen hier sind schon da, aber noch nicht aktiv. Was eine sehr nützliche Sache ist. So, hier oben müsste genau in diesem Lichtschein eine weitere violette Energiezelle versteckt sein. Die sind leider hier an manchen Stellen extrem gemein positioniert und man sollte sie möglichst mit dem Pinguin hier schon einsammeln. Mit dem Helihasen ist es ein bisschen schwierig, an manche von den violetten Energiezellen zu kommen, die so weit an der Decke versteckt sind. Und da ist auch schon die nächste Husky. Ja, Mistviech. Zum Glück liegt hier genug Energie in dem Level rum und wir haben hier genügend Barrieren, die wir ausnutzen können, dass die Raketen uns nicht so leicht erwischen können. Oh, wunderbar. Zum Glück sind die violetten Energiezellen sehr leicht versteckt, größtenteils. Da ist schon der nächste Husky und massenhaft Kanonen. Ach, das wird witzig, wenn die Kanonen erstmal anfangen, auf uns zu feuern. Und ja, wir haben schon was geschafft. Da vorne ist, glaube ich, gleich die letzte Kanone, die wir überwinden, in Anführungsstrichen, müssen. Im Moment wehren sie sich noch nicht wirklich. Oh, der ist aber gerade in einer guten Position hier. Ah, auf ihn mit Gebrüll. Okay, wir konnten nur einmal draufspringen. Ja, ihr habt aber schon gesehen, wir können mit dem Königspinguin in der Tat Schaden an ihnen machen. Ja, wenn sie allerdings wegfahren, die Huskies, dann sollte man sich nicht weiter mit ihnen anlegen, sondern wie gesagt, einfach wiederkommen. Wuhu. Die nächste violette Energiezelle, die werden uns aber auch einfach nachgeworfen. So, und da sind ein paar fliegende Hasen, ein paar Helihasen. Es ist ebenfalls möglich, die Helihasen zu erledigen, bevor man eine gewisse andere Sache gleich macht. Man kann sie mit dem Königspinguin in der Luft erwischen. Und es ist in der Tat eine nützliche Sache, die fliegenden Hasen zu haben, bevor man diese andere Sache gemacht hat, aber wir werden es nicht tun. Das ist auch irgendwie... Das macht das Level dann doch irgendwie sehr langweilig, das zu tun. So, und hier haben wir weitere Hasen. Hier ist die versteckte Familie. Die sollten wir jetzt mit dem Königspinguin in der Tat allerdings mal eben umnieten. Ah, sind das viele Häschen, die wir erledigen können. Ach, Dan foltern, das macht Spaß. Ah, schade, dass er nicht nach jedem Mal einen Hilferuf ausstößt. Ja, wir können allerdings eine einfache Möglichkeit benutzen, um die Hasen da vorne alle zu erledigen. Die müssen wir nicht unbedingt mit dem Pinguin kaputt springen. Also gehen wir mit dem Pinguin erstmal hier vorne in diese lustige Wandeinkerbung, die wir gerade eben schon gesehen haben. Und da haben wir wieder so ein paar lustige rote Energiesäulen. Ja, manchmal fragt man sich doch, was die eigentlich zu bedeuten haben sollen. Diese roten Energiesäulen hier haben zum Beispiel eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten. Die sind einfach nur da, uhu, um alles hier so ein bisschen technisch aussehen zu lassen. Aber, hey, ich wollte doch gar nicht das Bio. Nein, lass mich raus. Aktivieren, deaktivieren. Wunderbar, das war übrigens ein Königspinguin-Bio.
Ja, ein bisschen Energie können wir auch einsammeln. Und wenn wir jetzt hier den Schalter aktivieren, Warnung, Kanonen aktiviert. Dann, ja, ne, genau das, aktivieren sich draußen die Kanonen und feuern jetzt draußen die Helihasen ab. Das heißt, wir können die Helihasen jetzt gleich nehmen, ohne dass wir einen davon selbst töten mussten. Und das ist mit dem Königspinguin auch verdammt schwierig, den Schaden zu machen. Von daher ist es doch die einfachere Methode im Endeffekt, die Kanonen einfach zu aktivieren, um so an die Helihasen dran zu kommen. Ja, ne, liebe Pinguine, wollt ihr euch von mir erwischen lassen? Bam! Lauft nicht so viel rum. Bam, bam, bam! Schon, gib schon um! Mistviech. Au. Funktioniert aber nicht gut. Ah, jetzt. Warum laufen die denn hier drin rum? Ihr macht hier doch sowieso nichts, ihr verdammten Pinguine. Was sind die hier eigentlich? Nachtwächter oder was? Komm schon. Bam, bam. Ja, wir haben den ersten Nachtwächter getötet. Bam. Komm schon, dem haben wir doch schon gerade massig Schaden gemacht. Das kann doch nicht so schwierig sein. Hört auf rumzulaufen, ich will euch erwischen. Bam. Nein, immer noch nicht. Gott, ich hätte einfach rausfliegen sollen. Was? So. Beide Nachtwächter erledigt. Wunderschön. So, und jetzt nix wie raus. Jetzt müssen wir natürlich mit den Kanonen aufpassen, denn die sind jetzt aktiv und feuern auch auf uns. Wah! Ja, wunderbar. Innerhalb von genau keiner Zeit sich in unsere Richtung gedreht. Wunderschön, dass diese Kanonen sich nicht extra drehen müssen. So, und dann können wir uns jetzt die Helihasen schnappen. Wow, da hat auch gerade schon eine riesige Rakete auf uns gefeuert. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Aber mit dem Helihasen können wir jetzt in der Tat die Kanonen vernichten. Allerdings können wir auch massig Schaden durch die Kanonen nehmen und das ist jetzt die große Schwierigkeit in diesem Level. Wir dürfen uns von den Kanonen nicht erledigen lassen und wir müssen alle Kanonen erwischen, ja, nachdem sie aktiviert wurden. So, mit dem Helihasen ist es jetzt außerdem deutlich einfacher, hier vorne die Hasen in dem Gehege zu erledigen, also machen wir das mal eben. Haben wir den gerade getroffen? Ich habe irgendwie keine Schadensanimation gesehen. Wurm, wurm. Lebt er? Ja, der lebt noch. Irgendwie kam der mir gerade halbwegs tot vor, weil er nur so auf der Stelle rumgesprungen ist. Schade, dass es so viele Hasen sind, ansonsten würde das ja deutlich schneller gehen. Aber gut, je mehr Hasen wir töten, desto mehr fühlt sich Dan gefoltert. Und das finde ich wiederum gut. Dan mag ich nämlich sowieso nicht. Warum nur? Dan, der doch so viel tut in diesem Spiel, der so ein sinnvoller Charakter ist, der Held zum Mieten, der durch einen Schlag von Ivo K.O. gegangen ist und unser Schiff dadurch mehr oder weniger zum Absturz gebracht hat. Ach ja, komm schon. Zwei Hasen sind, glaube ich, noch übrig. Bam, bam. Ja, der ist erledigt. Warum hören wir die, da war einer. Die Aktivierungssounds von den Hasen hier. Das ist irgendwie merkwürdig. So, und der letzte. Oder hüpfelt da vorne noch einer? Nee, das müsste der letzte sein. Bam, bam, bam. Jawohl, deaktiviert. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, das Deaktivieren aller Hasen bringt uns einen goldenen Tannenbaum ein. Ah ja. Auf jeden Fall die Trophäe dieses Levels. Und pling. So, und jetzt müssen wir doch alle Huskies töten und alle Kanonen deaktivieren. Oh Mann, und unsere Energie ist jetzt schon sehr niedrig. Wir können übrigens auch mit den Bomben die Lautsprecher mal wieder zerstören. Wie sollte es auch sonst sein? Ja, wir haben hier vorne ja noch Energie drin, das wissen wir. Also werden wir mal kurz mit dem Helihasen hier einen kleinen Zwischenstopp machen, um uns zu heilen. Denn ich bin nicht sonderlich heiß drauf, das hier vorne alles nochmal zu spielen. Rup, so, wieder raus. Und die nächste Salve Bomben über diese Kanone gebracht. Jawohl, erledigt. Leider gibt es massig Kanonen und massig Huskies in diesem Level, wie wir gerade eben mit dem Königspinguin schon gesehen haben. Und deswegen ist dieses Level hier auch größtenteils nichts anderes als kämpfen, 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 kämpfen mit dem Helihasen. Aber was soll's, mit dem Helihasen steuere ich eigentlich immer ganz gerne durch die Gegend, wie schon erwähnt. Ich bin nur nicht gerne von diesen Raketen da verfolgt. Also manchmal sind diese Dinger nämlich so richtig verdammt anhänglich und verfolgen einen wirklich bis zum Tod. Also, oftmals kann man sie irgendwo an der Wand abschütteln, aber es passiert auch schon mal, dass die Dinge einem um 15 Kurven folgen und wirklich einfach so lange einem am Hintern kleben, bis sie einen endlich erwischt haben. So, der nächste Husky. Wir könnten natürlich auch mit einem Husky die anderen Huskies jagen, aber das ist ein bisschen zu umständlich, ein bisschen zu schwierig, finde ich. Es ist doch deutlich sinnvoller, da mit dem Helihasen einfach hinterher zu koptern. Bam, erledigt. So, und weiter zur nächsten Kanone. Haben wir eigentlich irgendwelche violetten Energiezellen übersehen gehabt? Ich glaube, uns fehlt eine Energiezelle irgendwo hier vorne. Ah, das werden wir gleich sehen. So, dann der nächste Husky. Bam, bam. Jawohl, deaktiviert. Die sind zum Glück die kleinere Gefahr, die Huskies. Die größere sind die Raketenkanonen. Und dann nehmen wir uns hier vorne die Energie mit. Ring, weil wir schon wieder fast die Hälfte verloren hatten. Und wenn wir von zwei größeren Salven getroffen werden, sind diese HP sofort weg. Ja, da haben wir einen Lautsprecher zu zerstören, sinnloserweise. Und da haben wir wieder eine Raketenkanone. Ich hasse euch, Raketenkanonen. Stirb! Autsch, hat uns erwischt, aber zum Glück nicht übermäßig viel Schaden gemacht. Und Aufgabe erfüllt. Du hast alle Kanonen zerstört. Ach, wunderbar, da hatte ich schon mal größere Probleme mit. Ich bin auch schon mehrfach in diesem Level gestorben.
Aber inzwischen habe ich da, glaube ich, genug Übung drin in diesem Spiel. Bam, dass ich nicht mehr so leicht an diesen Gegnern hier sterbe. Komm, du verdammter Mist-Husky. Ja, ich frage mich, was die hier eigentlich machen zwischen den Kanonen. Pause? Ja, und irgendwo, meine ich, haben wir noch eine violette Energiezelle übersehen. Denn wir hatten noch nicht das große letzte Geräusch. Also koptern wir hier vorne mal noch hoch. Ich meine nämlich, ja, da vorne sehen wir den Schatten auf dem Boden von der letzten violetten Energiezelle. Mit dem Königspinguin wäre es jetzt natürlich ganz einfach, da oben dran zu kommen. Hätten wir die gerade eben nicht übersehen. Aber den Königspinguin jetzt extra nochmal hier hinzuholen, das würde auch eine ganze Weile dauern. Gucken wir mal, dass wir mit dem Helihasen da irgendwie dran kommen. Ich hoffe, da kommen wir mit dem Helihasen dran, die ist nicht zu hoch. Pressen uns hier vorne so möglichst weit gegen die Wand, dass wir möglichst weit hoch, ja, transportiert werden. Und dann fliegen wir einfach mal in die Richtung. Nee, das hat nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, man sollte möglichst auf die Schatten achten und mit dem Königspinguin auf dem Hinweg alles einsammeln. Ansonsten hat man nachher so Probleme wie ich jetzt gerade und muss mit dem Heli-Hasen irgendwie an die Sachen drankommen, was immer extrem nervtönend ist. Ja, das sieht aber gut aus. Jawohl, und da ist es, das große letzte Geräusch. Wir haben alle violetten Energiezellen gesammelt. Ja, und hier ist noch ein letzter Husky, damit wir den Teleporter aktivieren können. Der erste Husky, den wir gesehen haben. Aufgabe erfüllt, du hast alle Huskies getötet. Und spaßenshalber können wir uns hier vorne nochmal Energie mitnehmen. Und rip, so sind wir auch in diesem schönen Kriegslevel am Ende voll geheilt. Ja, das war's. Alle Kanonen deaktiviert, also zerstört. Alle Huskies deaktiviert. Alle violetten Energiezellen gesammelt, die Trophäe eingesammelt und damit müssen wir uns dann nur noch zum Ausgang begeben. Kopter, Kopter, Kopter. Ich liebe den Helikopterhasen. Schade, dass man Helikopterhasen nicht für irgendwelche sinnvolleren, in Anführungsstrichen, Aktionen benutzen darf, als nur hier dieses, ja, doch relativ stumpfe Hin- und Her-Gefliege zum Kämpfen gegen die Huskies und die Kanonen. Ich hätte doch eher lieber irgendwie ein Level, wo man sich ein bisschen mit dem Helihasen auch manövrieren muss und ein paar herausforderndere Sachen machen muss. Aber naja, was soll's. So, jetzt können wir mit dem Schnee-Husky auch hier reinfahren, mit dem Schneehund auch hier reinfahren. Denn der ist ein bisschen beweglicher und ein bisschen schneller. Ah ja, da uns der Ausgang hier scheinbar abstoßen will, gehen wir mit einem Hasen rein. Mhm, wunderbar, es funktioniert ja gut heute. Level geschafft! Das war das Schneekanonen-Level. Und wieder hat Dan sich wehgetan. Hihi, Dan foltern. Die nächste Mission ist ganz schön fischig. Eine extrem nervig lange Mission. Aber wenn man weiß, was man machen muss, dann ist sie doch sehr aushaltbar kurz. Ja, also bis zum nächsten Mal, wenn wir das letzte normale Level des Eiskontinents in Angriff nehmen. Denn das letzte Level wird wieder so ein bisschen gimmickig, wie ich schon mal gesagt habe. Bis dahin, see ya!